Vor 100 Jahren kam ich mit einer kleinen Gruppe anderer Hochelfen aus unserem Heimatland Quel'Thalas. Wir suchten nach den uralten Rätseln Kel'Thiriels. Wir wollten wissen, warum es zerstört wurde. Wir entdeckten Fragmente im Eissplitter eines Kristalls. Der Erzmagier, der uns begleitete, erlag schnell ihren Einfluss. Wir waren zu dumm, um es rechtzeitig zu erkennen. Sein Geist wandert südöstlich von hier zwischen denen umher, die er in den Wahnsinn trieb. Er klammert sich immer noch an die Erinnerung seines geliebten Splitters. Bis bald. Seid gegrüßt. Maenius war ein mächtiger Magier und ehrenwerter Elb. Sein Geist hatte ein so unwürdiges Schicksal nicht verdient. Wir waren entsetzt, bevor wir starben. Entsetzt, weil jemand aus unserem edlen und nüchternen Volk so rasch in teuflische Besessenheit verfallen war. Wir starben als naive Narren, Opfer unserer unbekümmerten Voreingenommenheit. Die Lebenden wissen, dass sich diese Ereignisse wiederholen sollten, hier und mit dem Fall von Quel'Thalas im gesamten Elfenvolk.